Speicherpunkt? Hm. Ich habe immer so das Gefühl, dass ich irgendwo dran vorbeilaufe. Ich gehe jetzt nochmal zurück. Moment, ich will erstmal hier speichern. Das habe ich ja ganz vergessen. Hm, sie sind tot. Das ist schon mal gut. Jetzt gehe ich aber nochmal hier runter, weil ich befürchte nämlich, dass ich hier irgendwas ganz Wichtiges vergessen habe. Mist! Oh nee, ey. Dieses Viech ist kacke. Muss man jetzt mal... Hä? Nee, das sieht man ja richtig beschissen. Alter. Und das ist wieder so ein Bombenrätsel. Okay, also die Geheimgänge, die sieht man richtig beschissen. Oh. Ih, nein, das ist falsch gewesen. Also, der, der, der und der. Ja, also diese Geheimgänge sieht man ja richtig beschissen. Das muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Also, die anderen habe ich besser gesehen. Und hier ist wieder dieses merkwürdige Rätsel, wo ich immer nichts mit anfangen kann. Eigentlich muss ich ja hier nur auf den Knopf drücken und das war's. Aber was bezweckt das, kann auch mal da irgendwas kommen, oder? Ich verstehe es nicht. Egal. Dann habe ich halt jetzt ein Leben gekriegt. So, habe ich noch irgendwas verpasst? Oh, das wird ja interessant, wenn wir hier wirklich alles finden wollen. An Geheimgängen und allem. Da muss ich ja nochmal an jedes Bücherregal. Zumindest weiß ich jetzt ungefähr, wie es aussieht. Und das erkennt man kaum. Das ist... Komm ich hier irgendwo ran? Nee. Da muss ich jetzt nochmal lang. Warum bin ich jetzt eigentlich wieder so schnell? Da komme ich auch irgendwie nicht rein. Hm. Gehen wir einfach wieder zurück. Und speichern. Oder liegt das jetzt irgendwie am Untergrund? Warte mal. Gehen wir mal hier drauf? Nö. Hm. Verstehe ich nicht. Ich glaube, ich bin zu blöd dafür. Um zu verstehen, warum ich jetzt schneller gelaufen bin als vorhin. Okay, da oben ist also der mit dem Stern. Was konnte der denn nochmal Besonderes? Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich höre ein ganz komisches Geräusch irgendwie. Was ist denn da oben los? Naja, werden wir ja gleich sehen. Dafür brauche ich also wieder einen goldenen Schlüssel. Also diese Knöpfe müssen irgendwas zu sagen haben. Ach. Deswegen. Oh nee. Sind die jetzt weg? Das bringt ein bisschen was. Naja, gut, so viel bringt es jetzt auch nicht. Immerhin kriegen wir ein bisschen Leben, wenn ich das richtig beurteile. Ja. Na toll. Ah! Gott sei Dank. So, ich muss zaubern. Was? Ich habe gerade wieder irgendwas mit Pflanze gemerkt. Och nö, das wird ja mal besser hier. Ich gehe erstmal nach links. Das erscheint mir ein bisschen simpler. Obwohl, so simpel scheint es auch nicht mehr zu sein.
Bam. Diese beamen sich immer so blöd. Na los. Das hat nichts gebracht. Hm, ich habe keine Mana mehr. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Los, Zauber. Dann ist er weg. So eine... Also ein Feigling aber auch. Ich beam mich doch auch nicht weg. Ich muss da irgendwie rankommen. Ich weiß noch nicht wie. Ja, das hat funktioniert. Yeah, das Auge ist auch Matsch. So. Muss ich mal gucken, was gibt's denn hier nochmal? Healing? Ach so. Das war hier der Kambomacher. Finde ich jetzt eigentlich jetzt nicht so zwingend notwendig. Und wo das hier ja eigentlich sehr gut ist. Kambo-Timer mache ich auch mal. So, das reicht jetzt erstmal an Verbesserung davon. Ich will es ja nicht übertreiben. Oh nee. Jetzt kommen wieder so viele. Ah! Lalala, wir laufen einfach mal hier rum. Und nimm mal ein paar Freunde mit. Ah! Alter, dann lebt der noch. Fünf Leben! Wie soll ich das überleben? Oh Mann. Da kommt mir jetzt natürlich eine Bombe wie gerufen. Damit die mich gleich in die Luft sprengen kann. Ich frage mich sowieso, wie so eine fette, dicke Bombe in so eine kleine Vase reinpasst. Die klappt sich wahrscheinlich dann so aus wie so ein Pappkarton. Weil die dann erstmal irgendwie so plopp kommt die da raus. Ah, das Steak hat mir gut getan. Ich finde es ja schön, dass es hier ein Steak gab. Wir müssten jetzt eigentlich so langsam zum zur Pflanze kommen, ne? Wenn mich jetzt nicht alles trübt. Nee, gar nicht wahr. Hier ist ja eine Sackgasse hier hinten. Och. Och. Hier gibt's nichts zum Kaputthauen, ne? Ist doof. Gibt's hier was zum Kaputthauen? Nö. Oh nö, ich will da nicht hin. Ich muss aber. Ich muss irgendwie zu dieser Pflanze kommen. Ob es mir jetzt gefällt oder nicht. Wow! Hat aber ganz schön lange gedauert, bis da mal irgendwas rausgekommen ist. Und natürlich eine Bombe. So, die Münze. Ach duchen, hier gibt es ja noch so viel. Ja, schon alleine wegen der Pflanze. Na toll. Nein. Wir sind immer noch in der ersten Etage unterwegs von dem Level hier. Das ist schon erschreckend. Alter, diese Kugeln, die fliegen auch so weit hinterher. Ha! So, das hat doch schon mal funktioniert. Manchmal muss auch was funktionieren. So zur Abwechslung. So, die fetten, dicken Augen sind jetzt auch weg. Nur noch ein kleines, das hat sich auch erledigt. Und natürlich das hier. So. Jetzt haben wir schon mal wieder ein bisschen mehr Ruhe. Aber das bleibt natürlich nicht lange aus, weil hier sind so viele von diesen Viechern. Da. Ah. Und einen Apfel haben wir gekriegt. Wunderbar. So muss das sein. Aber jetzt haben wir auch schon wieder etliche Leben verloren. Es bleibt leider nicht aus. Also Health. Alter. Dürfen nicht zu viele auf einmal kommen. Das kann der Warlock nicht so. Jetzt habe ich wieder nur 12 Leben. Das gibt's doch gar nicht. Bin ja schon wieder tot. Ich will nicht sterben. Vor allem, woher weiß der, dass ich hier bin? Die kommen da aus dem Auge geschossen, diese Viecher. Aus diesem Fetten da oben. Und dann wissen die auch gleich, wo ich bin. Boah.
Nein! Oh, ey, das gibt's doch nicht. Jetzt hat mich diese Bombe bald in den Tod gerissen. Oh. So, jetzt ist schnell was essen. Das reicht leider auch noch nicht aus. So, der ist weg. Nein! Los, schieß! Aha! So geht's also. Ist hier irgendwas hinter den Wänden? Sieht nicht so aus. Die sieht man aber auch wirklich sehr schlecht, also. Da oben ist das zweite Symbol. Kann es sein, dass es hier nur... Nee, es gibt noch eine Etage. Aber es sind zwei Symbole in dieser Etage hier versteckt. Wie riesig ist das denn hier? Also hier kann man sich wirklich wohl verlaufen. Zum ersten Mal richtig verlaufen. So, das, der Combo-Timer, man merkt schon, dass er drinne ist. Das ging auf jeden Fall schon mal ein bisschen länger. Das gibt's doch nicht. Das ist diese Pflanze. Ich werde mich gleich um diese Pflanze kümmern. Ich kann diese Pflanzen nämlich vom Tod nicht ab. Bah! Und dies, so eine Massenansammlung von diesen Viechern ja auch nicht. Was kannst du überhaupt ab? Ja, nix. Weißt du doch. So, jetzt habe ich mir mal kurz ein bisschen Leben geschnappt. Ich glaube, ich muss diesen Zauber öfters mal benutzen. Dann habe ich auch mal ein bisschen mehr Leben als nichts. Ja, das ist gar nicht mal so verkehrt. Das sollte ich mir angewöhnen, dass ich das mal öfters mache. Das habe ich auch schon, das habe ich auch viel zu selten benutzt, muss ich ja dazu sagen. Komme ich da irgendwie durch? Ne. Okay, dahin. Wo komme ich denn dahin? Ich dachte, da konnte man sich irgendwie in die Ecke verstecken. Oh, ist das scheiße. Okay, 4 Leben wieder. Ja. Sowas könnte das. Sowas riecht mich auf. Da ist ein Knopf. Oh, den habe ich vorhin ein bisschen übersehen, ne? Wo kommt ihr denn alle her? Gut, ihr seid da jetzt weg, endlich. Achso, sollte man jetzt nicht mehr übertreiben, ne? Das reicht, wenn ich das einmal mache. Wenn ich volles Leben habe. Mist! Hallo! So, wieder volles Leben. Fast, zumindest. Nein! Dü-dü-dü. Das gibt immer nur ein Leben. Das sollte ich vielleicht nochmal updaten bei der nächsten Gelegenheit. Ich weiß schon langsam überhaupt nicht mehr, wo ich hier überhaupt hingehe. So langsam verliere ich ja echt den Überblick. Ach, diesen Knopf habe ich ja gar nicht gedrückt gehabt, ne? Den muss ich ja noch drücken. Ach, jetzt bin ich ja einmal im Kreis gelaufen. Natürlich. Gott sei Dank. Will ich hier erstmal weitergehen? Da geht's in eine andere Etage, sehe ich gerade. Etage 7? Ach doch, ich bin ja vorhin... vorhin sage ich schon. Vor einigen Tagen, wo ich das zuletzt gespielt habe. Ah, da bin ich ja schon durch so ein Ding gegangen. Stimmt. Es gibt ja nicht nur eine Etage. Das habe ich ja total vergessen. Na, da sieht man mal, dass ich schon etliche Zeit nicht mehr gespielt habe.